Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist mein Kaffee, den habe ich mir gekocht für das heutige Video. Und hinter der Kamera bin heute ich, der Sashi. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr seht schon, worum es heute geht. Es geht um Bud Spencer, den Mann, der in den 70er Jahren und Anfang der 80er zusammen mit seinem Kumpel Terence Hill Jahr für Jahr Filme ins Kino gebracht hat, die teilweise bis zu 8 Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser gelockt haben. Eine unglaubliche Zahl an Menschen, die sich diese Filme reingezogen haben. Und Terence Hill und Bud Spencer haben immer für das Gute gekämpft. Sie haben immer auf der Seite der Schwachen und Armen gestanden. Sie haben immer gegen das Unrecht gekämpft. Es gab immer Prügel, es gab immer Schläge, aber das Ganze steril, ohne Blut, ohne Tote. Und genau das machte sie irgendwie so sympathisch. Dazu kam einfach eine grandiose deutsche Synchronisation bei sämtlichen Filmen, oft von Rainer Brandt geschrieben, die Drehbücher für die Synchronisation, oder auch Arne Elsholz, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ja, es gibt ein riesiges Gesamtwerk der beiden. Ich habe etliche DVDs und Blu-Rays in meiner Sammlung. Und heute stelle ich euch mal vor, die große Plattfußbox, die Blu-Ray-Box. Ein Schluck Kaffee am Anfang. Und dann schauen wir uns die Box gleich mal an. Ihr seht schon, es handelt sich um die große Plattfußbox. Hier gibt's mächtig was. Auf die 12 steht hier oben. Es sind alle vier Plattfuß-Filme enthalten, die Bud Spencer gedreht hat. Teil 1, sie nannten ihn Plattfuß, Teil 2, Plattfuß räumt auf, Teil 3, Plattfuß in Afrika und der letzte Plattfuß, Plattfuß am Nil. Und ich weiß, entweder man ist ein Freund dieser Filme oder man mag die Filme mit Bud Spencer und Terence Hill überhaupt nicht. Irgendwie dazwischen habe ich immer das Gefühl, gibt es nichts. Ich mag die Filme sehr gerne, auch heute noch. Erstens sind sie aus nostalgischen Gründen natürlich bei mir in der Sammlung und ich schaue sie immer wieder an. Sie erinnern mich einfach an meine Kindheit und Jugend, da liefen die auch im Fernsehen rauf und runter. Das tun sie auch heute noch, weil einfach eine gewaltige Fan-Community immer noch hinter Bud Spencer und Terence Hill steht und das absolut verständlich für mich, weil die Filme, wenn ich sie mir angucke, einfach nur gute Laune verbreiten, einfach ein Lächeln auf die Lippen und aufs Gesicht zaubern. Wenn man mal keine schwere Kost sehen will oder man möchte sich ein bisschen unterhalten lassen, wo es nicht so schwermütig zugeht, dann haue ich mir ab und zu mal einen von diesen Filmen rein. Und wie gesagt, hinterher bin ich immer gut gelaunt, Leute. So, die große Plattfußbox beinhaltet, wie gesagt, alle vier Plattfußabenteuer erstmals auf Blu-ray in einer Box. So sieht das Ganze aus von vorne. Ein bisschen schade hier vorne. Der FSK ab 12 ist aufgedruckt. Es ist kein Aufkleber. Dafür ist das Artwork vorne drauf mit Bud Spencer, mit dem Plattfußgesicht sozusagen, wirklich gelungen. Grandios gemacht. Sieht toll aus, wie das Gesicht so durch die Mauer kommt. Ja, diese Umrisse, ich weiß nicht, es soll wohl eine Mauer sein, dass er da so durchstößt mit seinem Kopf. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Da sehen wir die Original-Kinoplakate. Ja, der erste Plattfußfilm, Plattfuß räumt auf, in Afrika und am Nil. So kann man sich das praktisch ins Regal stellen. Dann haben wir hinten drauf auch noch einmal, was beinhaltet denn diese Box überhaupt alles? Ja, da haben wir zum Beispiel den ersten Plattfuß, sie nannten ihn Plattfuß, inklusive italienischer Langfassung. Wir haben Plattfuß räumt auf, darauf ist die Doku Bud's Best, die Welt des Bud Spencer, eine Dokumentation. Und wir haben auch bei Plattfuß in Afrika die italienische Langfassung mit an Bord. Da kann man praktisch wählen, was man da gucken will. So, und ja, worum geht's denn eigentlich? Viele wissen gar nicht, Plattfuß wird dann immer, ja, mein Gott, Plattfuß, wie hört denn sich das an? Eigentlich geht es um den Rauschgefahnder von Neapel. Er heißt Manuele Rizzo, gespielt von Bud Spencer, genannt Plattfuß. Seine Freunde nennen ihn Plattfuß. Und er ist halt dem Verbrechen, alles was mit Rauschgift zu tun hat, immer auf der Spur und das in vier Filmen. Und wir gucken uns die Filme gleich mal an. Hier hinten sehen wir es dann auch nochmal, um welche vier Filme es sich dreht. Sie nannten ihn Plattfuß von 1973. Kurze Inhaltsangabe mit einem Szenenfoto. Plattfuß räumt auf 1975, wieder Inhaltsangabe, Szenenfoto, Plattfuß in Afrika 78 und Plattfuß am Nil von 1980. Und da ist auch diverses
an Bonus drauf. Können wir eben gucken hier, wenn er scharf stellt, da seht ihr das. Ja, Original Kinotrailer der vier Plattfußfilme, Original Dokumentation Bud's Best, italienische Langfassung, sie nannten ihn Plattfuß, und italienische Langfassung von Plattfuß in Afrika. Die Szenen sind allerdings nur untertitelt, also nicht synchronisiert. Technische Daten ebenfalls alle vier Punkten dank neuer HD-Master, längeren Fassung und gewohnt batastischer Bildqualität. Na, das hört sich doch nach was an. Ich habe die Filme auch alle schon gesichtet. Super Bildqualität, super Tonqualität, herrlich. Und jetzt nehmen wir sie mal aus der Box. So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Vom ersten Plattfuß bis zum vierten Plattfuß. Wir nehmen sie mal aus der Box und dann stellen wir sie hier hin, sofern sie denn stehen wollen. Sie wollen nicht stehen, dann muss ich sie wohl irgendwie, ja weiß ich auch nicht, soll ich sie hinlegen? Ich lege sie mal hin. Legen wir sie so rum hin und wir fangen an. Es ist aber auch nicht so einfach hier. Mit Plattfuß. Sie nannten ihn Plattfuß. Das ist der erste Film gewesen. Hier sehen wir auch das Cover, wie Bud zwei Gangster so ganz cool in jedem Arm hat. Da oben steht noch so ein Spruch, so ein cooler, jetzt geht's erst richtig los. Die Dampframme mit dem goldenen Herz in einem großen, prügelvollen Abenteuer. Ja, Plattfuß, wie gesagt, was ich bereits sagte, rauschgefahrener Kommissar Plattfuß, Kommissar Rizzo. Die Plattfußfilme teilweise sind tatsächlich auch mal mit ernsteren Untertönen unterlegt. Es ist nicht nur dieser Klamauk, der die Bud Spencer oder auch Terence Hill Filme auszeichnet, sondern tatsächlich gibt's da auch mal einen Toten und auch mal einen Mord. Und die Plattfußfilme waren einfach immer eine Herzensangelegenheit von Bud Spencer auch. Also da hing sein Herz dran an diesen Plattfußfilm. Das war sein Kommissar sozusagen. Ja, das ist Teil 1. Sie nannten ihn Plattfuß. Leider, leider, leider. Das FSK-Zeichen vorne drauf, mitten rüber geballert. Ich hätte auch diesen Schriftzug, Bud Spencer, sie nannten ihn Plattfuß, tiefer gesetzt und dafür das Cover ein bisschen, weiß ich nicht, freier gestaltet. Da, weiß ich nicht, die Designer könnten sich darüber nochmal ein bisschen Gedanken machen. Leider Gottes haben auch diese Bud Spencer-Filme aus der Plattfußbox kein Wendecover. Das werdet ihr gleich sehen. Obwohl das, glaube ich, hinten auf jeder Blu-ray drauf stand, gucken wir gleich nochmal rauf. So sieht's von der Seite aus, haben wir eben gesehen. Und dann haben wir hier praktisch die Rückseite. Sie nannten ihn Plattfuß, der erste Teil in Bud Spencers Laryngiera. Plattfußreihe mit einigen Szenenfotos und auch da wieder technische Daten, Cast and Crew, Special Features, inklusive der italienischen Langfassung. Und tatsächlich, hier steht Wendecover. Und ich weiß, ich habe damals an die Firma geschrieben, ob da ein Fehler unterlaufen ist. Und die haben mir zurückgeschrieben, ja, es ist ein Druckfehler. Also es gibt für diese Edition leider keine Wendecover. Ja, so sieht das Ganze dann von innen aus. Aber eine schön bedruckte Blu-ray. Aber leider kein Indruck und kein Wendecover. Oh, das ist also der erste Plattfuß gewesen von 1973 mit Bud Spencer und Enzo Cannavale. Spielt übrigens den Caputo. Das ist so der Gehilfe von Bud Spencer, sprich Plattfuß immer, der auch so ein bisschen für die Comedy sorgt in den Plattfuß-Filmen. In späteren Filmen noch mehr als in den ersten beiden. Ich finde zum Beispiel dieser hier, sie nannten ihn Plattfuß, hat durchaus wirklich ernste Untertöne. Also das ist auch für jeden mal geeignet, der sagt, ich kann eigentlich mit Bud Spencer-Filmen nichts anfangen. Dann guckt euch ruhig mal die ersten beiden Plattfuß-Filme an, denn wie gesagt, da gibt's dann auch mal einen Mord und ernste Untertöne. Gesprochen wird Bud Spencer in diesem Film von Wolfgang Hess, eine seiner Stammsprecher, aber in allen Plattfußfilmen kommen tatsächlich alle drei Stammsprecher von Bud Spencer dran. Also in diesem Teil ist es Wolfgang Hess. Dann kam 1975, Plattfuß räumt auf. So. Der hat, genau wie Teil 1, also Teil 1 heißt, sie nannten ihn Plattfuß, wird aber auch vertrieben unter dem Titel oder wurde vertrieben, Buddy fängt nur große Fische. Dieser hier heißt Plattfuß räumt auf, hat aber auch die Titel gehabt, Plattfuß in Hongkong oder Buddy in Hongkong. Und da geht's tatsächlich mit Kommissar Rizzo, sprich Plattfuß, nach Hongkong und nach Asien. Ja, und das Cover ist doch genial hier mit dem kleinen Jungen, der auf die Waffen pinkelt von den Bösewichten, die da hinten liegen und verprügelt worden
wurden auch dieser Film wieder mit ein paar ernsten Untertönen. Und auch er macht wieder völlig Spaß. Regie für die Synchronisation oder das Drehbuch schrieb hier auch Arne Elsholz mit. Unter anderem gesprochen wird Bud Spencer wieder von Wolfgang Hess. Und hier sehen wir auch inklusiv der batastischen Dokumentation Bud Spencer, die Welt des Bud Spencer. So, wir drehen das Ganze mal auf die Seite. So sieht's von der Seite aus. Macht er nicht scharf. Dann gucken wir uns mal die Rückseite an. So, ja, jetzt da. Von Neapel bis Macau. Kein Bösewicht oder Dealer ist vor Plattfuß Rizzo sicher. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wieder mal Special Features. Auch hier wieder der Druckfehler mit dem Wendecover. Cast and Crew, technische Daten. Ja, und die Dokumentation Bud's Best. Hier steht's, 53 Minuten geht die. Und auch von innen wieder die Blu-ray, bedruckt mit dem Kinoplakat, aber leider kein Wendecover. Also von daher, ja, stellen wir auch den dahin. Dann ging es weiter mit Plattfuß im Jahr 1978, Plattfuß in Afrika. Das ist dieser da, Plattfuß in Afrika, war der dritte Plattfußfilm und auch hier wieder grandiose Prügelszenen. Ich meine, man muss sich auch mal reinziehen. Was finde ich an den Prügeleien so gut? Ja, es ist ja nicht nur einfach Prügelei, sondern das sind lange und hart auschoreografierte Kunstwerke. Also wirklich, jede Schlägerei in dem Bud Spencer und Terence Hill Film ist eine Choreografie. Also wie Ballett, wie ein Tanz, wer weiß was. Also es ist einfach herrlich, wenn man da mal wirklich hinguckt. Das ist nicht einfach nur rauf auf die Omme und fertig. So, Plattfuß in Afrika. Gesprochen wird Bud Spencer hier von Martin Hirte, der übrigens auch super passt zu Bud Spencer in der Synchronisation. Und das Synchronbuch schrieb hier Rainer Brandt. Rainer Brandt, der ja unter anderem auch zum Beispiel für die Fernsehserie Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis die Drehbücher da verfasst hat für die deutsche Synchronisation, der auch Tony Curtis in der Serie gesprochen hat. Aber auch unter anderem Jean-Paul Belmondo immer seine Stimme geliehen hat früher. Plattfuß in Afrika. Die Seite recht unspektakulär. Und jetzt gucken wir uns wieder die Rückseite an. Da haben wir es. Plattfuß in Afrika. Kommissario Rizzo in seinem dritten Einsatz mit fliegenden Fäusten gegen die Drogenmafia. Er und Caputo. Dann er mit dem kleinen jungen Bodo. Und dann haben wir auch hier wieder Special Features. Original-Kino-Trailer von allen Plattfußfilmen und die italienische Langfassung. Nicht synchronisierte Stellen sind deutsch untertitelt. Wendecover gibt's nicht. Wieder der Fehler. Cast and Crew. Technische Daten. Ja. Und von innen haben wir wieder die bedruckte Blu-ray mit dem wunderbaren Kinoplakat von Plattfuß in Afrika, dem dritten. Und dann kommen wir zum letzten Plattfußfilm. Aus dem Jahr 1980. Und der hat für mich das grandioseste und beste Artwork, was es von den Plattfußfilmen gibt, weil, ja, Bud Spencer hier mit diesem, sieht aus wie so eine Sphinx, ja, und dann die Faust, die da so durchschlägt. Leider aber auch hier wieder das FSK-Logo vorne raufgeklatscht, leider auch nicht zum Abziehen. Sehr, sehr schade immer. Ich finde, das verhunzt immer so ein bisschen die Cover für uns Sammler. Aber wenn man den Bud Spencer zum Beispiel vergleicht mit dem Bud Spencer, ich meine, das ist ja nun wirklich Bud Spencer. Das hier macht ja eher so den Anschein, ja, irgend so ein Raufbold, ne? Genau wie bei den anderen Filmen so ein bisschen. Aber es waren halt damals die Original-Kinoplakate. Gut, Plattfuß am Nil von 1980. Bud Spencer wird synchronisiert von Arnold Marquis, der ja ihm auch oft seine Stimme geliehen hat. Rainer Brandt hier auch wieder die Synchronisation geschrieben. Und von allen Plattfußfilmen ist praktisch Plattfuß am Nil der kindgerechteste, auch vom Humor her. Ja, da hat man die Ernsthaftigkeit so ein bisschen zurückgefahren. Das sieht man auch am FSK-Logo, ja. Und doch mehr Slapstick wieder und ja, als in den anderen Plattfußfilmen. So sieht es aus, grandios. Grandiose. Plattfuß am Nil. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ägypten wird nicht mehr dasselbe Land sein.
wenn Kommissario Rizzo mit den Gangstern fertig ist. Und was natürlich bei den Plattfußfilmen auch immer gut ist, oder immer herausragend im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, hier sehen wir es wieder, ne? Cast-Crew-technische Daten der Fehler-Wendecover. Und innen drin haben wir wieder die bedruckte Blu-ray. Ja, was immer herausragt bei dem Plattfußfilm, ist einfach die Tatsache, dass es immer schöne Landschaftsaufnahmen gibt. Also ob das jetzt Teil 1 ist, der ja nur in Neapel fast spielt und man echt viel von der Stadt sieht, von Neapel und von dem Flair mitkriegt, ob das Plattfuß räumt auf, sieht man ja, wo man diese ganzen asiatischen Tempel sieht und so ein bisschen eingeführt wird in diese asiatische Kultur auch, oder auch die grandiosen Aufnahmen in der Wüste, Plattfuß in Afrika oder auch am Nil, was so ein bisschen diesen orientalischen Touch nachher hat, der Film. Einfach nur grandios, die vier Plattfußfilme. So, und wenn ich schon mal dabei bin, diese euch vorzustellen hier aus der Blu-ray-Box, dann möchte ich sie auch einmal ranken, damit ihr seht, ja, was ist denn eigentlich mein Favorit? Also, der Plattfußfilm auf dem letzten Platz ist für mich Plattfuß am Nil, weil er dann doch ein bisschen die Ernsthaftigkeit vermissen lässt aus den ersten Plattfußfilmen. Ja, die liebe ich dann doch sehr. So ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen Bud Spencer-Filmen war das ein guter Weg. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Auch die Synchronisation ist mir zu sehr slapstickhaft und zu kindgerecht. Daher ist Plattfuß am Nil für mich auf dem letzten Platz, auf dem vierten Platz, aber immer noch ein guter, sehr, sehr guter Bud Spencer-Film. Muss ich einfach sagen. Also, Platz 4 für Plattfuß am Nil. Dann haben wir Platz 3. Und Platz 3 geht für mich an Plattfuß räumt auf, den zweiten Plattfuß-Teil aus dieser, ja, was sagt man, Virologie? Ah, ich weiß nicht, Virologie, ich will das mal eben ein bisschen anders ansortieren hier, warte mal. Also 4, 3, ja, 4, 3. Plattfuß räumt auf, ist für mich auf Platz 3. Der ist natürlich schon wieder ein bisschen ernster. Ich kann aber gar nicht so genau sagen, warum der jetzt auf 3 ist und nicht auf 2. Ich schätze mal, Platz 2 unterhält mich noch einen Ticken besser. Nämlich, das ist dann, sie nannten ihn Plattfuß. Der erste Plattfuß ist für mich auf Platz 2, weil der wirklich das Neapel gut einfängt und Kommissar Rizzo richtig gut ja, in den Fokus stellt auch, und da ist so, da geht's auch so ein bisschen um die Mafia und um den Drogenhandel und ist alles noch ein bisschen ernster. Und mein absoluter Platz 1 ist einfach dieser Plattfuß in Afrika. Das ist für mich Platz 1. Allein schon die Bilder von dieser Steppe mit den ganzen Tieren und das Setting in Afrika. Natürlich die Synchronisation, die Schlägereien, aber auch Bodo, der kleine Junge, und Caputo. Das, der ganze Film macht einfach Spaß. Also von daher, das ist meine Rangfolge. Da haben wir Platz 4, Platz 3, Platz 2, Platz 1. Trotzdem sind alle gut und alle wandern immer wieder bei mir in den Player. So, nun machen wir sie ein bisschen zu. Und dann kommen sie zurück in ihre Box. Und dann könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von, ja, Bud Spencer überhaupt haltet. Wie gesagt, ihr könnt ja auch zu der Fraktion gehören, die Bud Spencer und Terence Hill gar nichts abgewinnen können. Da gibt's ja auch genügend. Und wenn ihr sie gut findet und ihr kennt die Plattfußfilme, wie ist denn eure Rangliste da? Das würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, und man kann sie entweder so in die Sammlung stellen oder so, dass die Filmtitel zu sehen sind. Ich bevorzuge so. Ja, Leute, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Mein Kaffee ist alle. Ich proste euch nochmal kurz zu. Prost. Mhm. Letzter Schluck. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr über jedes Video, das ich hochlade, eine Information. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zu meinem nächsten Video, euer Sashi.